Die Top 5 der surrealsten Simulationen. Das ist so scheiße. Auf der Nummer 5, OMSI, der Omnibus-Simulator. Wen es schon immer einmal juckte, sämtliche Bedienungsmechanismen eines Linienbusses auswendig zu lernen und sich dabei auch noch fragt, was denn so los war im unheimlichen Berlin-Spandau Ende der 80er Jahre, der ist mit OMSI bestens beraten. Guten Tag. Hallo. Der Spielspaß dabei geht aufgrund der lieblosen Umsetzung und der vielen Spielfehler allerdings sehr schnell flöten. Eine bodenlose Frechheit findet auch Torben. Es gibt ein... Och Mann, so scheiße hier. Die Nummer 4. Der 3D-Jagdsimulator 2011. Auf einem einsamen Streifzug durch vier riesige, frei begehbare Landschaften stellt sich ein Mann ohne Moral todesmutig den Gefahren der Natur. Dabei muss alles dran glauben, was ihm vor die Flinte läuft. Und als Highlight gibt's auch noch eine Killshot-Animation in Bullet Time, um das Tier sehr genau sterben zu sehen. Ansonsten ist das Spiel aber Müll. Die Nummer 3. Der Gartensimulator 2010. In David Lynch-Atmosphäre auf dem Rasenmäher Runden drehen. Abgerundet wird das Ganze durch den manischen Blick eures zwielichtigen Gärtners. Torben rät daher: Der Gartensimulator ist mit Vorsicht zu genießen. Die Nummer 2. Polizei. Auch die liebe Staatsgewalt verpasst es, in spielerischer Form zu überzeugen. Versprochen wird hierbei eine realistische Simulation des deutschen Polizeialltags. Stattdessen kriegen wir Einblick in die Wahrnehmung eines schizophrenen Cops. Hoffnungslos verloren in einer surrealen Atmosphäre taugt das Spiel allenfalls als Warnung, der Polizei die Tür nicht mehr zu öffnen. Ich finde, Scheiße trifft's nicht so richtig. Ich finde so... Nee, obwohl doch, Scheiße trifft's auch. Das ist ein Scheißspiel. Endlich. Hallo, liebe Leute. Viel Spaß bei meiner neuen Software. Schäfer Heinrichs Bauernhof-Simulator. Eigentlich handelt es sich hierbei um eine simple Architektursoftware zur Planung von Häusern und Grundstücken. Doch durch das Einfügen zweier Bilder vom Schäfer Heinrich, einiger Tiere und enigmatischer Frauen wird daraus eine Möglichkeit, in die Fußstapfen von Salvador Dalí zu treten. Ah, die Schafe! Viel mehr als Fleischpyramiden aus Heinrichs Hoftieren zu bauen, ist uns beim Testen auch nicht eingefallen. Betroffen durch das gerade Erlebte, machte sich schnell eine geistige Leere breit. Das letzte nachdenkliche Wort hat unser Praktikant Torben. In the spirit of three stars, the alien thing that took its form.